Sicherheit, genau. Versuche es einmal tief Luft zu holen, nicht sich aufzuregen und ganz normal liegen zu bleiben. Wir schreiben jetzt noch ein EKG und dann gucken wir, dass alles hübsch ist. Ja? Genau. Genau. Dann kriegt er die Schmerzmedikamente. Ich mache mal Übergabe an Elena. Patrick? Also, wir haben jetzt zusätzlich zu dem einmal rot 3-4-mal grün. Ja. Du hast sie jeweils versorgt. Ich habe sie jeweils mit Kärtchen versorgt. Ja. Er hat ein ACS mit rote Kategorie. Das heißt, der muss weg. Der ist aber massiv agitiert. Das geht mit Hubschrauber nicht. Der kriegt seine Basis-Standard-Sache und dann gucken wir, dass er gut führbar ist. Weißt du schon was wegen Hubschrauber? Ja, Hubschrauberlandeplatz haben wir da drüben in Gemünd organisiert. Okay. Ja. Mal rüber transportieren und da kommen vier Hubschrauber. Okay. Einmal hier verlassen, der Kollege. Genau. Ja, bist du ja. Hi. Hi. Lena, ja? Lena, grüß dich. Ich bin Andreas. Hi. Du musst einmal die Lungen abklären. Genau. Ansonsten hat sie keine Äußerung. Ja. Sie hat Atemprobleme, sagt, sie kriegt mehr Luft. Okay. Schau mal, das ist der Notarzt hier. Genau, ich höre einmal drauf. Genau. Okay, auch Rauchgas im Topf, klar. Einfach mal versuchen, ganz hoch zu atmen. Genau. Lena, versuch mal ruhiger zu atmen. Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch mal ein bisschen uns mitzuhelfen, ein bisschen weniger zu schreien, dann hast du auch mehr Luft, okay? Dann kriegst du gleich, du kriegst auch eine Infusionskanüle, da kriegst du was, eben gegen das. Nee, das tut nicht weh. Das ist ein kleiner Pieks wie beim Blutnehmen, nehmen, okay? Okay, versprochen. Wir setzen dich da hinten mit dazu. Gut. Genau, neu. Okay. Genau, das ist gut. Genau. Heparin Ast. Mond liegt da. Genau, Moment hat er drin. Moment. Genau. Perfekt. Das ist gut. Genau, dann gehe ich jetzt zu ihm. Die sind alle mit Zugängen versorgt. Dann gucken wir, dass wir Großpackung Berotec oder irgendwas. Ich passe in den neuen Raum quasi. Okay, guck ich mal an. Und er kam neu. Da brauchen wir noch einen, da fehlt noch einen. Da fehlt noch einen, okay. Dann haben wir zwei rote und das ist auch grün. Und dann ihn gucke ich mir auch noch an. Dann haben wir es. Nee, momentan. Von der. Den Infarkt muss man auch schnell weg. Den Infarkt, der muss weg. Hallo? Wie schaut es momentan mit den Schmerzen? Geht's besser? Kurz besser, okay, das war auch der Plan, ja? Einfach tief durchatmen, das nächste Auto gehört uns, okay? Und die Luft ist besser, genau. Guck nochmal, nicht erschrecken, guck nochmal am Puls, ja? Und dann geht's ins Krankenhaus. Okay? Bitte? Ja, glaube ich Ihnen, aber das geht leider nicht. Sie haben momentan ein Herzproblem, ja? Da kann ich Sie nicht springen lassen. Genau, genau. Und aber der Druck auf der Brust müsste ein bisschen besser geworden sein, ne? Aber noch nicht weg. Wie viel braucht da drin? Zwei. Nochmal drei hinterher. Okay. Und dann müsste es besser werden, okay? Gut. So. Hallo. Hallo, ich bin Andreas. Du heißt? Anne. Anne, du warst auch drin. Wie lange warst du schon ungefähr? Zu lange. Okay, klar. Hast du irgendwo Verbrennungen? Außer hier unten, wo es rot ist? Das waren halt Schürfwunden waren das. Ungefähr. Okay, wo tut es dir momentan weh? Luft. Pulmo frei. Also Name von ihr. Sauerstoff hat sie jetzt gemacht. Okay. Sauerstoffmaske. Ich höre die einmal ab. Okay.
Lunge frei. Name. Ebersheim. Und du warst bewusstlos. Das heißt, du hast irgendwann nichts mehr mitbekommen. Nicht bewusstlos. Okay. Genau, auch hier Zugang, Hüsterchen und dann gucken wir, was wir dir geben. Okay? Perfekt? Warte mal, bist du denn geboren? Auch hier, Rauchgas. Machen grün. Ja, zwei rote. Genau, zwei rote und der Rest grün. Ja, perfekt. Ja, drei gelbe, ja, schon. Passt. Zwei rote, wollte ich sagen. Die ist gelb, ja, die ist gelb. Machen wir gelb raus. Ja, weil die anderen, die gehen. Die können wir. Ich weiß nicht, wie wir schon mal, wenn der PR9-Video kommt. Ja. Heroisch. Ja. So, schmerzt weg. Okay. Noch mehr besser. Er ist als zweites. Das heißt, nächste Auto fährt ihm. Gut. Okay. Dann haben wir die genau. Ja, genau. Ich will jetzt nochmal in die Zone hängen. Korrekt. Genau. Genau. Da komme ich noch. Okay. Alles gut. Okay. Genau. Bei ihr muss man gucken, es kann zwischen grün und gelb hin und her gehen von der Karte. Bitte? Grün ist gut. Grün ist gut. Schwarz ist tot. Ja, machen wir mal heute nicht. Genau. Perfekt. Sie halten so schön hoch. Genau. Perfekt. Hier habe ich noch eine Kandidatin zwischendrin. Die könnte auch noch gelb werden. Ja. Ja. Ja klar. Machst du gelb, genau. Mach nochmal gelb. Krieg gegen Übelkeit Womex und kriegt ein bisschen Dippi. Und dann ist gut. Genau, er ist schmerzfrei, von dem her passt. Zu der Feuerwehr habe ich jetzt noch keinen Kontakt, das ist ja dein Part. So gucken, ob die noch irgendwas was haben. Ob die noch irgendwo Ex haben oder sowas. Genau. Von der Oma? Genau. Als nächstes ACS. Genau. Das ist gut. Da kommt eine, die nächste. Wo tut's bei dir weh? Da unten, ja, das sehe ich. Okay. Sonst nirgends. So.
Du wurdest oben rausgerettet, ja? Du bist. Das tut nicht. Es tut weh, glaube ich. Ich gebe dir sofort was, ja? Ich gebe dir sofort was. Sonst, du bist nicht gestürzt oder irgendwas. Die Treppe runtergefallen. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe was an der Hand. Ja. Ja. Hier. Genau. Sturz. Sturz eines Treppensturz. Stiefneck. Stiefneck. Offene Tibia. Offene Tibia. Das heißt Zugang, alles wie immer. Erstangriff, Blutung, Puls, Sättigung. Michael? Ja. Michael? Als, ja. Wir messen einmal den Blutdruck, legen EKG an, ja? Gucken nach deinen ganzen Werten, ob die gut sind. Und dann gebe ich dir sofort ein Schmerzmittel, okay? Genau, sofort. Genau. Wie ist denn Ihr Name? Auch eine Unterschenkelfraktur. Stiefneck kriegt sie dran. Sturzereignis, Treppensturz. Mit Rauchgas, ja? Genau, so. Nicht erschrecken. Tast mal ab, ja? Tut es weh? Tut es weh? SAT. Einmal, genau. Tut es hier weh? Tut es hier weh? Zwei habe ich schon weg, ja? Ja, perfekt. Die zwei roten, ja? Einmal intubiert, einmal ACS. ACS springt weg. Genau. Und ist intubiert, beatmet Empfehlung. Genau, korrekt. Genau. Kategorie 1. Kategorie 1, ja. Lisa? Genau. So. Was ist mit dir? Fühlt sich das? Meine Augen, die kümmern sich nicht. Ich habe immer noch keine Schmerzen. Sitana, hast du ein Gleichgefühl hier unten? Fühlt sich das gleich an? Ich habe nur da Schmerzen. Ja, fühlt sich das gleich an? Es geht. Es geht. Okay. Hallo. Also. Inhalationstrauma. Genau, Kategorie 1. Ja, rot, rot, rot und hier ist auch nochmal rot. Jetzt kommt nämlich auch rot und hier, ja. Inhalationstrauma. Korrekt. Die zwei als nächstes. Genau. Rot. Genau. Stiefneck dran. Linken Zugang. Puls, Sättigung, Druck. Und dann, Markus, wenn dann jetzt Baum kommt. Dass hier Ruhe ist. So, hallo. Hallo, wie ist mein Name? Ich bin Notarzt, ja? Du heißt? Lisa. Lisa, du bist auch gestürzt? Nein, ich weiß, war da auf einmal. Mein Fuß war dick und ich war ganz unten, also ich war im Keller. Im Keller? Und es hat Bumm gemacht. Eine Kollegin von mir, die hat mich hochgeschleppt. Okay. Okay. Ich sag, ich fieße dich einmal ab, okay? Guck mal, ich guck einmal. Genau, ganz vorsichtig. Tut's dir weh? Nein, okay. Tut's dir weh, wenn ich da reinfasse? Okay, tut's hier unten weh? Ja, das war's, aber nur da. Das ist bisschen abgeklebt, ja? Ja. Okay. Okay. Tut's hier unten weh? Nein. Okay, tut's hier weh? Achtung, er hat uns die Schmerzen weiter. Wo hast du Schmerzen angegeben? Ja. Lisa, tut's da weh? Tut's da weh? Tut's da weh? Wo tust du denn weh an welchem Fuß? Da? Da. Okay. Okay. Sprunggelenk, oder? Sprunggelenk. OSG rechts, Inhalationstrauma und erst zweifradig. Wenn wir gleich rot machen, jetzt genau. Wird dann erst abziehen. Ich habe ein paar rote okay. Gekriegt. Eins, ja. Zwei, gucken mal raus. Ja. Sie hat Verbrennungen hier oberflächlich, ja. Ne? Zweiten Grades. Ja, zweiten Grades. Rot, genau. Hab ich gehört. Rot. Hier rot, hier auch rot. Und da gucke ich mir gleich an. Genau. Genau, Basisversorgung kriegt Tetanus, Dormicum. Gucken, dass es mit dem Sauerstoff klappt. Ja. Ansonsten kriegt sie noch. Tuch. Genau. Ah! Okay. Nach Analgesie. Ja. Nimm das mit. Okay? Ich spritze was gegen Schmerzen. Dann lagern wir um. Dann bleiben wir so lange dort. Genau. Genau. Nimm die Trage. Dann kriegt sie Tetanus Dormicum. Genau. Und wenn. Nimm doch die Trage von dem Arzt. Und wenn. Das ist nicht das Problem. Nee, doch, die wollen die Trage wieder. Ja, aber das eine Minute, um sie zu versorgen, genau. Dann kriegen sie die Trage. Genau, Analgesie, genau. Und dann, die Analgesie und dann Push. Genau. Du kannst das nächstes Jahr abtransportieren. Genau. Du kannst das nächstes abtransportieren in der Wanne, sag ich, beim RDW. Was ist das? Dann ist er weg. Wenn du ein RDW hast? Ja, wir brauchen der RDW. Was? Der RDW ist der nächste Transporter.
Genau, habe ich gesehen. Zweimal rot. Wir warten hier auf der nächste Ding. Der muss noch. Genau, passt. Ja. Eddie, wie schaut's? Wir haben. Okay, wir haben zweimal rot. Genau. Genau. Dann müssen wir langsam mal die Zweier gehen. Okay. Genau, aber da ist es überschaubar. Hier gucke ich noch bei ihr und dann haben wir es. Hallo. Wie ist mein Name? Ich bin der Notarzt. Ihr Name ist Zorn. Okay. Frau Zorn, wie kann ich helfen? Momentan, da tut es weh. Andere Hand auch? Ja. Okay. Und Beine schon auch weh. Ich guck einmal ganz vorsichtig. Sind Sie gestürzt? Das hat geknallt. Meine Kollegin sagt, sie ist schon hinter der. Okay. Und seit es halt geknallt hat, habe ich das Kopfweh schön und so weiter. Okay. Das war, als ich auch vor Krampfen habe ich das gerade eben erst gesehen, okay. Wir geben Ihnen eine Infusion, darüber gibt es Schmerzmittel, ja. Und dann soll das alles überschaubar sein. Dann gucken wir, dass wir sie auch ins Krankenhaus bringen, ja. Wird noch ein bisschen dauern, aber da müssen wir durch, okay. Okay, hier auch. Hier haben wir auch eine gelbe. Hier haben wir auch gelb. Ja, ich habe schon gelb oder rot überlegt, ich wusste nicht, aber ich gelb. Ne, gelb. Dann mache ich 3 und 4 weg, das ist Verbrennung, Inhalationstrauma, 2 drittgradige Verbrennung. Genau, hier offene Tibia und da drüben OSG rechts. Also, dann die offene Tibia jetzt weg. Offene Tibia zuerst, ja. Ja, könnt ihr nicht, Dormi kommen. Patientin ist ruhig. Ja, es ist heiß. Egal. 2-3, ja, passt. Das war Inhalation, OSG rechts. Genau, und ein bisschen erstgradig auf dem Thorax. 52, okay, Thorax. Sorry. Und Sie, Sturz mit Wirbelsäule, okay. Offene Tibia, Inhalation. Genau. Jetzt haben wir alle 4 Rote weg. Alle 4 Rote sind weg. Ja. Wenn jetzt nichts mehr kommt, haben wir es schon mal erledigt. Und dann machen wir gar nicht rum, dann rennen die alle 4 mit dem Hubschrauber. Ist mir jetzt egal, der Armin hat sich nicht gut in die Bunde gegangen. Also, okay. 52 sind wir. Ja. Dann, Eddie, alle 4 Hubschrauber sind weg. Hat er gesagt. Riesewind. Ja. Ja, aber das ist doch jetzt schon gut. Dann haben wir doch auf unserer Seite akut um 14:52 Uhr. Aber alle genau. Luft geht gut. Okay, ja. Schmerzmedikation, kriegt ein Dippi. Dippi Dodor. Könnt ihr da mit? Zieh mal auf. Genau. Also wir müssen jetzt entscheiden noch. Wir haben jetzt zusammenfassend um 14:52 Uhr ja. Alle 4 Rote weg, wieder Hubschrauber. Ja. Du bist hier noch zuständig, wenn jetzt noch was kommt, ja. Dann musst du halt das mit dem Edi regeln. Korrekt. Und wir gehen mal zu der Besprechung. Perfekt. Genau. Sie als nächstes. Genau, das organisiert. Sie als nächstes, genau. Und alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe sogar was dabei. Infusionsnadel liegt ja auch schon. Ja, genau, am Fuß. Und ich gebe jetzt da was rein. Ja, und jetzt soll es gleich besser werden. Bitte? Ja. Hinschreiben. Und das Zettelchen noch. Genau. Zettelchen gelb. Gelb, also Mittel. Ja. Weil sie hat Verbrennungen, sie hat Inhalationstrauma. Und dann passt es. Also Schmerzmittel drin. Dann soll es eigentlich ganz gut sein, weil es wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, bis wir wegkommen. In den Autos. Na, das ist, na. Ja. Und dann, ja, genau. Genau. Und dann, ihr habt da einen Stift immer. Einen Stift, manche keinen.